Die Nachfrage auf unserem Planeten war größer als das Angebot. Daher verließen wir sogar unsere Atmosphäre. Die neue Grenze bot die Chance auf einen Neuanfang. Doch die Distanz ermöglichte neue Fraktionen ohne jegliche Verbindung zu unserer Heimat. Neue Regeln, neue Ziele, ein neuer Feind. Die SDF formierte eine Armee und hat sich gewaltsam und auf grausame Weise von der Erde losgerissen. Sie sind keine Revolutionäre. Sie wollen die absolute Macht. Sie überfallen Kolonien, stehlen Ressourcen und kontrollieren Gebiete mit Gewalt. Sie versperren uns mit ihrer Flotte den Zugang zu Rohstoffen, die wir brauchen. Sie wollen alles vernichten, was von der Erde stammt. Heute ist die SDF eine Kriegsmaschine, vom Militär beherrscht. Wenn ein Anführer diese Kraft bündeln würde, würden sie angreifen und versuchen, uns unsere Heimat zu nehmen. Leute, was ist hier los? Verstanden, 1-1. Unsere Waffeneinrichtung wird von der SDF angegriffen. Wir glauben, das ist Teil einer Operation mit Codenamen RIA. Der Aufklärung zufolge ist das Ziel eine Prototypwaffe. Ihr Team wird unseren Prototyp extrahieren und dort alles abfackeln, bevor die SDF ihn findet. Verstanden, Warlord. Wir erledigen das. Eine Minute. Verbündete? Die Anlage ist dunkel. Wir holen unsere Waffe und fackeln alles ab. Ausrüstung überprüfen. Genau so sieht's aus, Leute. Wir befinden uns in Call of Duty Infinite Warfare Singleplayer. Natürlich, ne, wer sich gefragt hat, ob ich den Singleplayer bringen würde. Natürlich bringe ich den. Ich habe bis jetzt jeden, seitdem ich YouTube mache, gebracht, den Singleplayer. Und ich zock natürlich auch jeden, weil ich die von Call of Duty liebe. Wobei von Advanced Warfare, von Black Ops 3 war jetzt absolut nicht mein Ding. Aber ansonsten, ich denke mal, Infinity Ward hat was richtig Geiles hier auf die Beine gestellt und wir zocken das jetzt. Ich habe einen Tag vorher Zugriff darauf bekommen, leider nur für die PS4 und wir werden jetzt auf jeden Fall hier erstmal auf der PlayStation zocken, den ersten Part, und sobald ich das Ganze am PC zocken kann, holen wir das auf jeden Fall nach. Wir zocken jetzt erstmal hier, was machen, müssen wir überhaupt machen? Ich habe keine Ahnung. Wir zocken jetzt erstmal den Singleplayer auf der PlayStation. Ich bin verreckt. Gut, das Spiel geht los und man verreckt direkt. Okay, ja, kein Problem. Los. Ich bin echt mal gespannt, was Infinity Ward hier für uns auf Lager hat. Ich werde auf jeden Fall auch den Singleplayer von Modern Warfare Remastered zocken. Aber das Spiel ist leider erst morgen für mich verfügbar. Deswegen kann ich erst morgen damit anfangen. Das heißt, wir werden zwei Singleplayer gleichzeitig zocken. Ein Weg zum Verlangsamen. Okay, wir verlangsamen. Oh, und dann landen wir hier, wo auch immer wir sind. Oberflächentemperatur minus auf 300. Jeden Fall nicht auf der Erde. Reaper, Scars sind jetzt unten. Ich habe ein mega cooles Paket von Activision bekommen. Das Ganze habe ich vorhin auf Twitter gepostet. Schaut einmal vorbei. Den Twitter-Link findet ihr unten in der Beschreibung und auch sämtliche andere nützliche Informationen. Schaut einfach mal vorbei. So, ab nach unten. Gucken, was uns hier wartet. Gegner! Er ist tot. Gute Nacht. Selbst vorangehen. Oh, ich freue mich darauf, das Ganze am PC zu zocken. Ich hoffe, die Grafik ist Reaper, dann noch geiler. Schnell zur Waffenkammer. Bestätigt. Schnell zur Waffe, also bevor sie erreichen. Schalldämpfer auf jeden Fall drauf. Oh. Okay, man kann es leiden auf jeden Fall. Ist erledigt. Der Einstiegspunkt ist 30 Meter direkt voraus. Bewegung. Reaper, der Einstiegspunkt ist direkt voraus. Bestätigt. Achtung, die SDF ist. Oh, was kommt denn jetzt? Wächter da oben, zweites Deck. Boah, wo sind wir hier, Alter? Scheinbar auf jeden Fall auf einem anderen Planeten. Ich bin echt mal gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, also es gab ja viel Hate, weil das Ganze halt im All spielt, dass es wieder in der Zukunft ist und so weiter und so fort. Nur, man muss halt überlegen, Infinity Ward hat bis jetzt sowas noch nicht in dem Sinne gemacht. Deswegen bin ich mal gespannt, was die so gemacht haben. Muss ich die jetzt erledigen, oder was? Ich
Schluss mit dem Trödel, Will. So, die haben wir. Oh, hier direkt gepoppt ab. Oh Gott. Aber man kriegt auf jeden Fall gut Schaden. Ich spiele auf Soldat. Ich spiele aus dem Grund auf Soldat nicht, weil ich kacke bin oder was weiß ich, sondern weil ich keinen Bock habe. Ne, ich gehe halt gerne teilweise voll aufs Ganze und habe keine Lust, eben immer so komplett Entdeckung und was weiß ich. Ich möchte das Spiel nämlich schnell durchspielen. Ich möchte nicht 4 Stunden lang rumgammeln, deswegen spiele ich lieber als Soldat. Deswegen spiele ich lieber als Soldat, weil ich dann hier schön durch die Kampagne durchkomme. Nice. Ausschwärmen. Was auch immer das war. Unsere Waffe ist im Safe der Waffenkammer. Einen halben Kilometer voraus. Na Kampf, wie sie. Wir nehmen noch, Leute. Halten Sie. Ah, und dann kann ich das Visier ändern. Ah. Das ist cool. Ob Sie die Explosion gehört haben. Nein, haben die nicht gehört. Die war leise, die Explosion. Explosionen sind immer leise, wissen wir doch. Willkommen im Europa-Labor. Europa-Labor? Anti-Schwerkraft-Granate. Anti-Schwerkraft, das heißt? Sie sind ausgeschaltet. Das ist ja cool. Das gefällt mir. Was haben wir hier Feines? Ein paar Daten steht hier irgendwo, wo wir sie sind. Dahinter geht's auf jeden Fall weiter. Okay. Whatever. Keine Ahnung, wo wir sind. Das werden wir hoffentlich leider noch erfahren. Und ich werde auch auf jeden Fall leider den Zombie-Modus antesten, eine Runde spielen. Wir sind im Labor. Gehen zur Waffenkammer. Und den wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, heute auch noch hochladen. Ansonsten spätestens morgen. Operation Ria darf nicht gelingen. Wenn die Waffe sichergestellt ist, kann ich die Selbstzerstörung aktivieren. Verstanden. Das Forschungslabor. Waffenkammer sollte als nächstes folgen. Das ist unser Zeichen. Was ist denn das da? Feuer eröffnen! So, die holen wir uns einmal alle weg hier. Easy going. Zack, rüber hier. Gucken, was hier noch schönes gibt. Gibt hier vielleicht irgendwo so Geheiminformationen oder wie wir das alles kennen hier. Was ist das hier eigentlich? Ist das Munition oder was ist das? Das können wir einfach machen? Nee. In Bewegung bleiben. Er lebt also noch, der Herr. Meine Teammates, das sind meine Teammates. Ja, was haben wir denn hier? Ui, Anti-Schwerkraftgranaten. Die können wir jetzt mit der 1-1 also scheinbar benutzen. Haben wir hier vielleicht irgendwo so... Irgendwo hier wird das doch sein, Mensch. Das ist immer so relativ am Anfang meistens. Das ist es auch nicht. Ach, scheiße, komm, ich spiel einfach. Da kommen noch welche. Los! Macht sie fertig! Was ist denn das? Pflanzen, okay. Das ist auf jeden Fall ein Labor, also klar, es ist ein Labor. Haben wir vorher schon bewusst. Okay, die kommen gleich hier rein, scheinbar. Sichern Sie die Waffe, bevor die SDF sie erreicht. Verstanden, sind auf dem Waffe? Weg. Die Waffe ist auf der anderen Seite. Wir sind Ihnen zuvor gekommen. Sipes, aufmachen. Alles gesichert. Ah, es gibt Double Jump, das sehe ich jetzt erst. Ich sehe den Safe. Reaper, wir sind in der Waffenkammer. Versuchen, die Waffe zu sichern. Verstanden, 1-1. Die Waffe ist im Safe. Sobald sie sicher ist, aktiviere ich die Selbstzerstörung. Hier gibt's sonst auch nichts. Ja, Leute, ich komme sofort. Mach mal halblang. Terminal bereit. Ich suche gerade wichtige Infos. Anti-Schwerkraft haben wir. Irgendwie sind das sicherlich die Informationen. Das sieht nach was aus. Das scheint es aber nicht zu sein. Schade. Okay, keine Ahnung, wie die Dinger aussehen. Ist bereit, Wolf. Ja, ich mache ja schon. Ich will noch das gucken. Okay, das sind Lampen. Zack, aktiviert. Hätte die zwei Knöpfe nicht auch selbst drücken können? Alter. Jetzt war Prototyp. Hochfahren, wir werden das Ding brauchen. Hier, Wolf. Kompaktes Modell. Selbe brauchen richtig. Wofür? Das war das Ziel von Operation Ria? Alter. Reaper, Waffe sicher. Bestätige Selbstzerstörungsbefehl. Roger, leite Selbstzerstörungssequenz ein.
Vorsicht, es sind mehr als 50 Infanteristen und Maschinen der SDF unterwegs. Sie müssen... Wahrscheinlich! Verstanden, sind auf dem Weg. Treffen in 5. Die Uhr tickt, na los! Achtung! Selbstzerstörung aktiv! Sämtliches Personal hat das Gebiet umgehend zu verlassen! Feuer! Alter, was ist das denn für eine krasse Waffe? Oh Gott, ich muss auf jeden Fall an der gucken, was das da hinten ist. Okay, die ist schon mal leer. Pack, wo ist denn meine andere Waffe hin? Ah, die liegt hier zum Glück noch. Die hätte ich gerne behalten, verdammte Scheiße. Haben wir denn hier noch Feindes? Da hinten liegen andere Granaten oder wir müssen das Ding holen? Oh fuck. Nicht verrecken. So, locker easy machen wir. Einmal nachladen. Alter, was ist das für ein Gegner? Hau mal weg, los! Was? Wohin muss ich denn jetzt? Ja, dich! Oh Gott! Alter, ja, ich bin ja dabei! Bleib mal ganz ruhig! Das habe ich nicht. Bin auch dabei, ich habe keine Ammo mehr. Hat sich sowieso erledigt. Ja, wir haben nur noch eine Sekunde. Oh, eine Kacke. Ihr Team wurde nicht rechtzeitig evakuiert. Ja, das tut mir leid. Okay, hier haben wir das Ding. Reaper. Ach. Ich bin ein Idiot. Das ist der F-Spa. Sag da noch gleich. Ich hab diesen Punkt nicht gesehen. Oh, ich sehe die ganzen Hate-Kommentare. Oh, wie blöd bist du? Du hättest das nutzen müssen. Okay. Auf jeden Fall sind wir wieder hier auf dem Planeten. Hier. Wir brauchen Luft. Ich komme. Auf die Beine mit ihm. Er braucht Luft. Ruhig atmen, Soldat. Wie viele waren noch bei Ihnen? Nur wir. Was ist mit dem abgeschossenen Schiff? Meine Männer brauchen Hilfe. Sie sorgen sich um ihre Männer. Ja.
kein Verstand. Genau deshalb werden sie nicht gewinnen. Hä? Dieser Ort gehört ihnen nicht mehr. Tötet Dick. Sparen Sie sich die Kugel. Was ist Ria? Unbekannt. Die Kamera sendet nicht mehr. Seit 18 Stunden. Kein Kontakt. Keine Forderungen der SDF. Die SDF stellt niemals Forderungen. Sie haben ein Zeichen für uns gesetzt. Drei Männer sind tot und ein Pilot wurde abgeschossen. Unser Team sollte geheime Waffen aus einer geschlossenen Anlage sichern. Der Ort ist eine Blackside, Admiral. Warum zur Hölle darf die SDF im Luftraum sein? Laut den Abkommen haben alle Nationen die Möglichkeit, ein Un... Sir, das Ziel erforderte ein komplettes Team, nicht nur vier Mann. Lieutenant Reyes, ich empfehle Ihnen, in diesem Büro diplomatisch und taktvoller zu sein. Ja, Sir. Wer weiß noch davon? Momentan das strategische Luftkommando und Sie. Das ist ein bewusster Akt der Aggression, Admiral. Wir sollten da draußen patrouillieren, statt hier mit Konfetti zu schmeißen. Die Kampfeinsatzregeln untersagen definitive Handlungen unter diesen Umständen. Also stellen wir uns an den Straßenrand und bestaunen die Parade der Flotte? Lieutenant Reyes, damit das klar ist, meine Instinkte übrigens genau wie die Ihren sagen mir untrüglich, dass wir angreifen müssen. Wieso nicht, Sir? Das sind Politiker, Reyes. Die tanzen immer unter der Flagge, die die Schlote weiter rauchen lässt. Der Gedanke an eine Offensive lässt Männern wie denen die Prostata platzen. Bis Krieg herrscht, haben Krieger nichts zu sagen. Aber Sir, wenn Krieg herrscht, ist es zu spät. Zögern heißt ein Loch im Schädel, das haben Sie uns in der Akademie eingebläut. Identifiziert das Problem, reagiert. Sie haben immer schnell gelernt. Stratcom weiß um unsere Bedenken. Derzeit wird der Einsatz von Gewalt nicht als Option in Betracht gezogen. Das sind die Gesetze des Krieges. Danke für das Briefing, Sir. Admiral Rains, Ethrian wartet auf dem Dach. Danke, Petty Officer. Was ist Ethrian? Sehen Sie es sich selbst an. Ich denke, Sie werden beeindruckt sein. Wegtreten. Wie viele? Vier. Alle tot. Europa? Die Front war schon da. Haben alle erledigt und den Ort geplündert. Scheiße auch. Diese scheiß Flottenwoche. Wir sollten in unseren Jackals fliegen. Sieht der Admiral auch so. Und Captain Alder? Negativ. Heute ist die Retribution kein Kriegsschiff, sondern ein Paradewagen. Die ganze Flotte hier in Genf? Das ist nicht gut. Wir machen das jedes Jahr, Salt. Gut. Verpassen wir nicht die Party. Nach Ihnen, Lieutenant. Danke, Held. Komm schon, wir nehmen die hübsche Route. Okay, wir müssen jetzt der alten folgen hier. Salt. Salty. Ich nenne sie Salty. Na, Salty? Wie geht's dir, Salty? Bist du Salty, Salty? Salty? Friede den Gefallenen. Salty, bist du Salty? Willkommen zur Flottenwoche! Der was? Ui! Ui, ui, das sind große Schiffe! Japan, USA! Achso, Moment, ja, stimmt. Du warst nur einen Tag hier unten, Salt. Ich bevorzuge die schwarze Weite. Geht mir auch so. Ui. Rains hat was von einem E3N erzählt. Schon mal gehört? Negativ. Rainman hat eine Menge Tricks in seinem Vier-Sterne-Ärmel. Er sieht auf jeden Fall. Pass auf, dass du ihn nicht so nennst. Nicht schlecht aus hier. Oh, das sieht richtig schön aus. Wobei beim Wasser fällt auf, dass es eine wiederholte Textur ist. Wir müssen durch. Da hinten, da, wo das Licht da so die Sonne drauf schimmert. Der Dienst hat seine Vorzüge. Unser Flugzeug wartet.
Ich nehme an, ihr bricht jetzt gleich Krieg aus. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber wir sind auch auf so einem Schiff, oder wie? Nee, sind wir nicht. Die Menge liebt diesen Scheiß. Das ist Propaganda, Salt. Wir haben 4 Männer verloren und schmeißen eine Party. Wir können nichts tun. Schicken wir es in deine Kontrolle. Du gibst mir Befehle? Wir haben den gleichen Rang. Schade. Ja, nee, Befehle hier gibt's mir nicht sein. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall einsteigen, scheinbar. Und dann ist nur die Frage, wo die Reise uns dann hinführt. Was zur Hölle ist das? Das wäre dann wohl E3N. Jawohl, Sir. Patty Officer First Class, E3N. Erweiterter taktischer Humanoid 3.0. Leicht zu merken. Ja, ich weiß. Nennen Sie mich Ethan. Deine Befehle? Ich bin Captain Alder auf der Retribution zugeteilt. Programmiert für den Kampf? Voll und ganz, Ma'am. Geborener Killer. Du siehst aus, als hättest du ganz schön was drauf. Ach, Sie machen mich ja ganz verlegen, Sir. Zur Seite, Ethan. Dieser alte Bock kann noch klettern. Willkommen an Bord, Admiral. Nun, da wir uns jetzt alle kennen, können wir starten. Was ich nämlich gerade frage, wird der von einem Mensch gesteuert oder ist er komplett selbstständig? Das frage ich mich gerade. Wir haben das Ethan-Projekt gut geheim gehalten, Admiral. Order wusste davon. Das neueste Modell. Recht beeindruckend. Wir stellen ihn heute feierlich vor. Ich habe etwas Lampenfieber, Sir. Du hast Gefühle, Ethan? Hab ich, Lieutenant. Hab ich. In mir steckt das Gehirn eines Farmers. Heilige Scheiße. Im Ernst? Nein, Ma'am. Natürlich nicht. Erwischt, Lieutenant. Quatsch. Die Artis-Geschütze machen heute Überstunden. Was, Admiral? Jede Menge Luftverkehr. Immer wachsam, Lieutenant. Bist du vertraut mit dem Luftabfangsystem, Ethan? Der eiserne Schild der Erde. Viel Feuerkraft. Vengeance hier, Raven 6. Sind im Landeanflug. Verstanden, 6. Die Vengeance erwartet ihre Ankunft. Admiral, Sir. Was ist denn, Ethan? Die Artis-Geschütze. Sie visieren unsere Flotte an. Jo! Beschuss, Beschuss! Ich übernehme! Wir gehen jetzt ab! Schüsse im Artis-Kontrollturm. Wiederhole Schüsse im Turm. Dies ist keine Übung. Alle verfügbaren Einheiten sofort einsetzen. Ich bin mal gespannt. Ich habe das Gefühl, das könnte doch was für mich werden. Ich war echt kritisch, weil es halt wieder so Zukunftskram ist. Ich bin aber mal gespannt. Ich habe das Gefühl, das könnte doch was für mich werden, das Spiel. Also zumindest die Kampagne auf jeden Fall. Und Zombie-Modus sowieso. Das sind also okay. Schütze wieder zu übernehmen. Das ist mein Team. Okay, das ist der Ethan. Oh, freue mich darauf, das Ganze am PC zu bauen. Ah, ich kann ja Waffen aufnehmen. Stimmt, da war ja was. 12 Uhr. Oh, meine Nase hat gejuckt. Oh, kennt ihr jetzt, wenn das so extrem juckt, dass man sofort kratzen muss? Oh, die Kamera gefällt mir. Ich hoffe, die gibt's auch im Multiplayer. In den ersten Stock. Verstanden. Oh, mehr. Stock. Gute Nacht. Hier 1-1. Hast du mir ja schon gedacht, dass sowas passieren wird. Die Verbindung ist tot. Die SDR springt zum Turm durch. Sie setzen Truppen ab. Wir müssen Artis wieder unter Kontrolle bringen. Das hat Priorität. Die Waffen bringen's nicht. Wir brauchen Personenabwehrwaffen. Hier. Ich habe Granaten vom Transporter. Gut gemacht.
Drücken Sie eins und eine Granate, halten Sie eins und die Granate scharf, Mann. Das krieg ich auf jeden Fall hin. Guten Tag. Die Waffe ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich bin mir nicht sicher, ob das Teammate sind oder Gegner ist. Guten Nacht. Jo, den haben wir auch. Da oben ist noch so ein Herr. Ja, den holen wir uns Salat für ihn. Was haben wir denn hier? Blöder Granaten. Ich würde die gerne mal mitnehmen. Überall sind Zivilisten! Sturmgewehr, Kugelschub, Energiekugel. Es fehlt auf Zivilisten! Unglaublich! Sie bekommen Verstärkung! Mach sie fertig! So. Kann man nachladen? Kaboom! Schön, was haben wir denn hier Schönes? Die will ich stellen. Ah, Sucher haben wir hier. Ich weiß gerade eigentlich überhaupt nicht, was die machen, aber die muss es machen. Ich glaube, die suchen Gegner und dann zerstören die. Töten die, meine ich. Zerstören die. Okay. Wir sollten schon näher am Turm sein. Also, wir müssen zu diesem Turm hin, okay? Vorsichtig schießen. Die hätte ich gerne. Nee, Reflex hätte ich gerne. Ich weiß es nicht, Ethan. Weil da Terroristen sind, deswegen schießen die auf Menschen. Wir können die Stadt nur retten, wenn wir in den Artisturm kommen. Alter, ist das die Artillerie da oben? Krass. Wow. Oh Gott. Boah, Schiff ist gut eingepackt. Die Straße hoch. Okay, Leute, aber ich würde sagen, wir sind für die erste Folge erstmal am Ende angekommen. Ich wollte eigentlich nur 20 Minuten machen, jetzt sind wir schon bei 30. Wenn euch Call of Duty Infinite War für die Kampagne gefällt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich morgen zur nächsten Folge wieder. Schaut bei der Armin-Videos vorbei, lasst einen Däumchen nach oben, damit beziehungsweise abonniert auf meinen Kanal, wenn ihr zum ersten Mal hier seid. Und ja, ansonsten, wenn ihr den Zombie-Modus heute noch hochladet, schaut auf jeden Fall auch noch da vorbei. Haut rein, bis dann, danke fürs Zuschauen, tschüss!